Ja, guten Tag hier in Warndorf. Ich freue mich sehr, dass Sie hier nach Warndorf gekommen sind und ich Ihnen so das ein oder andere zeigen kann, die Besonderheiten, die wir hier haben. Mein Name ist Werner Stock. Ich bin hier seit 2010 Stadtführer und schon an den ersten Worten hören Sie ja, was will der denn uns hier erzählen? Der ist ja gar nicht von hier. Dann verbuchen wir das alles mal so ein bisschen unter, wenn ein Badener den Westfalen Warendorf erklärt. Und wir haben hier sehr, sehr viele schöne Besonderheiten, viele schöne Häuser, aber doch einige Sachen, die andere nicht haben. Und da möchte ich Sie gerne mit auf den Weg nehmen. Wir sind jetzt hier im nordrhein-westfälischen Landgestüt, das den Namen Warendorf in alle Welt trägt, denn die Hengste, die hier stehen, sind weltweit bekannt und werden weltweit von den Züchtern angefordert, beziehungsweise deren Samen. Eine erste Besonderheit, die ich Ihnen ja auch versprochen habe, das ist Hurricane, einem wundervollen Kaltbluthengst, der von Georg Frerich seit Jahren betreut wird. Und da gehen wir jetzt hin. Wir haben hier den Hurricane. Ich mache ihm das Gesicht noch ein bisschen schick, wenn gleich die Kamera drauf ist. Das ist ein absolut typischer Vertreter der Rasse rheinisch-deutsches Kaltblut. Ein absolutes Paradebeispiel für Integration. Er ist von Geburt an Rheinländer und hat sich hier in unsere westfälische Mentalität total rein integriert. Man merkt das richtig schön. Experten sollten das schon wissen, auf was beim Pferd sie achten müssen. Steht es so da auf allen Vieren, sollte auf Anhieb imponieren. Kannst ruhig ein bisschen gucken, komm. Der Kopf soll trocken, nicht zu klein und innen drin vernünftig sein. Im klaren Auge kann man schön die Seele wie im Spiegel sehen. Gut wär's für den Mitteltrapp, fiel die Kruppe ganz leicht ab. Und ist das Fundament solide, muss man nicht so oft zur Schmiede. Hurricane ist ein rheinisch-deutscher Kaltbluthengst. Er war damals als 2,5-Jähriger in Aachen der überragende Siegerhengst seiner Rasse von ganz NRW. Nur vom Rheinland. Damals war das noch nicht zusammen. Und er war überragend. Er ist dann bundesweit zweitbester Kaltblüter gewesen als junges Pferd noch. Und danach ist er einer der bekanntesten Comedian-Kaltblüter Deutschlands geworden. Wir waren 2006 in Aachen und da ist er. Mit mir sind wir Reiter des Tages geworden. Und wenn man das jetzt so sieht, dann fällt einem Folgendes ein: Das Kaltblutpferd im großen Ganzen neigt nicht dazu, von selbst zu tanzen. Das kann sich in sich selbst versenken und nur so dastehen und nichts denken. Ja, diesem putzigen Kerl, dem haben wir zu verdanken, dass es in der deutschen Sprache dieses Sprichwort gibt, kratzt die Kurve. Es ist ein sogenannter Radabweiser, vielleicht auch gebaut so ein bisschen als Schutz für dieses Haus. Das ist übrigens die erste mechanische Weberei, die man hier an der Ecke sieht. Aber dieser Gnom hier, der hat eine ganz andere Bedeutung. Er sorgte dafür, dass früher nicht die Kurve gekratzt wurde. Wenn nämlich die Gespanne hier herumgefahren sind um die Ecke, dann kamen die Pferde gut durch, die erste Achse sicherlich auch noch. Aber meistens dann bei der zweiten Achse wurde es eng und die Kurve wurde gekratzt, wie man das hier ja auch schon sieht. Deshalb sind dann die Räder hier auf diesen Radabweiser drauf, wurden abgewiesen und dadurch kamen dann die Gespanne um die Ecke rum, ohne dass die jeweilige Narbe die Kurve kratzte. Daher kommt unser Spruch, kratz die Kurve. Dieser Radabweiser soll aber auch noch eine ganz andere Funktion gehabt haben, erzählen die alten Warendorfer, nämlich, dass die Abiturienten der Lateinschule des Laurentianums das Abitur früher nur dann bestanden, wenn sie vorher in einer Vollmondnacht hier drüber gepinkelt hatten. Jetzt möchte ich mit Ihnen zu einem weiteren Kleinod gehen, zu einem
Teil des dezentralen Stadtmuseums, das wir hier haben. Wir haben 5 Objekte, die im Originalzustand erhalten geblieben sind. Und hier in diesem Torschreiberhaus, da steht ein Original-Handwebstuhl aus dem 18. Jahrhundert. Und der birgt natürlich auch dafür, weshalb Warendorf zum Reichtum gekommen ist. Durch die Leinenweberei, die ein Qualitätsstandard war für ganz Deutschland. Und weil hier das beste Leinen hergestellt wurde. Und das wird Ihnen jetzt Frau Wolf erklären, weil die weiß alles, was es mit dem Warendorfer Leinen auf sich hat. Kommen Sie rein. Ja, ich sitze hier hinter einem Webstuhl, so wie es ihn in der Gegend von Warendorf viele Jahrhunderte lang gegeben hat. Der stand auf jedem Bauernhof und auch in der Stadt, vor allen Dingen in den kleinen Häusern, in den Gardemen, die es in Warendorf viel gibt. Diesen Webstuhl bediente die ganze Familie. Vater, Mutter, Oma, Opa, Tante, Onkel, das Gesinde und die Kinder webten an diesem Webstuhl, denn es war ganz wichtig, dass viel Material gewebt wurde. Man produzierte damals alles, was man für sich brauchte, am liebsten selbst. Geld war ein ganz knappes Gut. Das verbrauchte man nur für Dinge, die man nicht selbst machen konnte, für Werkzeuge, für eine neue Schubkarre oder für Salz und Gewürze für die Küche. Nichtsdestotrotz entwickelte sich die Handweberei zu einer Perfektion in Warendorf, dass das Warendorfer Linnen in der ganzen Welt begehrt war. Es wurde bis nach Amerika hin verkauft. Mit der Zeit entwickelte sich die Weberei zu größerer Perfektion. In späteren Jahren, um 1800 herum, entwickelte sich auch der Beruf des Handwebers. Dann lebte die ganze Familie von dem, was der Vater mit seiner Handweberei erwirtschaften konnte. Dann verkauften sie ihr Leinen natürlich auch und sie verkauften es in den meisten Fällen nicht selbst, sondern bedienten sich eines Leinenhändlers. Diese Leinenhändler hießen Verleger und wie es überall im Leben ist, im Handel liegt der Segen. Die Verleger, die Leinenhändler wurden reich, die Weber blieben aber arme Schlucker. Hier sind wir jetzt vor einem der weiteren dezentralen Museen, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, nämlich vor dem kleinen Leuterhaus, ein Gardem. Warendorf ist heute noch die Stadt in Westfalen, die am meisten dieser kleinen Gardeme hat. Über 60 dieser kleinen Leuterhäuser haben wir hier in Warendorf noch. Dieses Haus, das 1660 gebaut und 1750 erweitert wurde, wurde bis 1980, bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts bewohnt. Und vorher, 1925, und in diesem Zustand ist dieses Haus auch geblieben, wohnte dort 10 Leute drin, 2 Familien, ja, auf engstem Raum. Aber man hat sich trotzdem verstanden, man war sozialisiert, kam miteinander aus. Und wie das damals aussah, das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Kommen Sie mit mir hier in dieses Gardem. So, hier sind wir jetzt in der Diele dieses kleinen Leutehauses. Wie gesagt, 2 Familien lebten hier. Hier die ganz gute Stube. Hier die Stube für die Familie des Lokomotivputzers, der hier wohnte. Hinten dran im Hintergrund links sehen wir die Stube des Hausbesitzers. Das war ein Fuhrunternehmer, der mit seinen 3 Kindern, seiner Frau hier wohnte. Der Lokomotivputzer mit Frau und 2 Kindern. Zusätzlich oben dann in den Schlafräumen haben wir dann auch noch ein Zimmer, wo Kost und Logis war für Schüler, die hier am Laurentianum lernten. Ja, und hier hinten dann, da sehen Sie die Küche, die für beide Familien, ein Herd für beide Familien. Und man kann sich vielleicht auch mal ein bisschen vorstellen, wenn 2 Frauen an einem Herd kochen mussten, dass das nicht immer so ganz einfach war. Aber wie gesagt, es ist nichts verbürgt davon, dass hier mal großer Streit ausgebrochen ist. Man hat miteinander gelebt. Es war eben so. Man kannte nichts anderes. Ganz wichtig ist, glaube ich, auch noch, dass man sagt, dass diese dezentralen Stadtmuseen, die wir hier haben, zum größten Teil vom Heimatverein, von den Altstadtfreunden getragen werden, ohne große staatlichen oder städtische Zuschüsse. Teilweise gibt es ein kleines Salär dazu, aber hier ist der Heimatverein, die Altstadtfreunde, ganz, ganz aktiv und wir haben es zu verdanken, dass wir so tolle dezentrale Museen hier in Warendorf haben. Sicherlich auch eine Besonderheit. Soweit ich weiß, hat das keine andere Stadt.
Hier stehen wir jetzt an einer weiteren Besonderheit von Warendorf. Wenn Sie mit mir jetzt hier zu dem Giebel hochschauen, von diesem wunderbaren Haus, das im Barockstil gebaut wurde im 17. Jahrhundert, das sind die sogenannten Drachenköppe. Diese Drachenköppe hatten ganz verschiedene Bedeutungen. Natürlich zunächst einmal eine ganz praktische, denn mit ihnen konnte man dann Lasten bis oben unter den Giebel, bis oben unter das Dach ziehen. Heute sind diese Drachenköppe, die wir hier sehen, natürlich auch Aushängeschilder für die Stadt. Sie sind etwas Einmaliges, was man eigentlich nur so in Warendorf hat. Und die eigentliche Bedeutung, außer der praktischen, war früher, dass man, wenn man die weit aufgerissenen Mäuler sieht, dass das die Häuser vor den bösen Geistern schützen sollte. Wenn man die großen, herausgearbeiteten Augen sieht, dann hat man damals auch mitgeteilt, ja, liebe Leute, wir sehen alles, wir wachen über euch. Aber es war auch so ein bisschen soziale Kontrolle, dass man sagte, also jeder, der sich hier im öffentlichen Raum bewegt, der wird beobachtet, seid euch nie zu sicher, dass ihr nicht gesehen werdet. Ja, mein großer Lebenstraum war es, immer einmal mit dem Fahrrad durch Deutschland zu fahren, und diesen Traum habe ich mir vor 2 Jahren erfüllt. Ich bin von meiner Heimatstadt Offenburg bis hoch nach Rendsburg gefahren. So habe ich in Dangast übernachtet, und am nächsten Morgen beim Frühstück, da fragte mich die Pensionswirtin, wo kommen Sie denn her? Und ich sagte, aus Warendorf. Und dann sagte sie, ach mein Gott, wenn ich das gewusst hätte, dann hätten Sie mir Kommisbrot von 3 Schulde mitbringen können. Ja, ich sitze jetzt hier vor der Bäckerei 3 Schulde und ich schlage einfach mal vor, wir gehen jetzt zusammen da rein. Hallo Josef, ich komme mal wieder wegen deinem Kommisbrot. Das ist ja in ganz Deutschland bekannt. Sag mal, was ist denn da alles drin und dran? Unser Kommisbrot wird hier in dieser Bäckerei ungefähr 20 Jahre gebacken. Kommt ursprünglich aus dem Wiedenbrücker Raum. Und der Name Kommissbrot sagt ja schon, die Soldaten haben das Brot früher mitgenommen ins Manöver, weil es sich eine Woche hält. Und die Vorbereitungszeit trägt 18 Stunden. Von der ersten Natursauerstufe bis zum fertigen Teig. Es ist ein Roggenmischbrot mit einer ganz geringen Weizenmenge. Der Teig wird schonend geknetet, 2 mal eine halbe Stunde mit einer halben Stunde Pause. Ja, jetzt weiß ich ja alles über dein Brot und warum das in ganz Deutschland so bekannt ist. Weißt du was, da machen wir gerade eins. Gib mir mal eines mit. Die neuen Marienbögen sind jetzt aufgebaut. Sie haben hier in Warendorf eine sehr, sehr alte Tradition. Sie gehen zurück auf den Tischlergesellen Johann Hermann Butte. Butte brachte die Idee aus Wien mit. Auf seinen Wanderjahren war er in diese herrliche Stadt gekommen. Dort waren die Triumphbögen aufgebaut zur Krönung von Kaiser Leopold. Und hier wurde dann der erste Bogen gebaut. Und nach zogen Nachbargemeinschaften nach, und heute haben wir diese 9 Marienbögen in der Stadt, durch die am Sonntagvormittag die herrliche Prozession führen wird. Diese 9 Marienbögen, die hier in der Altstadt stehen, werden von Nachbarschaftsgemeinschaften, von den sogenannten Bogengemeinschaften, sowohl beschafft als auch gepflegt, als auch auf- und abgebaut. Natürlich immer mit einem großen Fest beim Aufbau, beim Abbau. Das ist ja auch so eine typische Warendorfer Sache, dass alles ordentlich begossen werden muss, und ist immer eine sehr, sehr lustige Sache. Und aber auf der anderen Seite halten diese Bogengemeinschaften ganz eingeschworen zusammen, und wie gesagt, seit fast 200 Jahren gibt es diese Gemeinschaften, insgesamt 9 Stück, die sich dann auch treffen, um alles weitere abzusprechen und diese ganze Arbeit ehrenamtlich machen. Durch diese Bögen zieht jetzt die
8. Warendorfer Pferdeprozession durch die Marienbögen. Insgesamt haben heute über 20 Gruppen mit Reitern gemeldet. Über 50 Gespanne werden in Kürze hier durch die Altstadt, diese wunderschöne Altstadt fahren und natürlich 30.000 Besucher hier in der Stadt sein und diese Prozession bewundern. Wir freuen uns jetzt ganz besonders auf diese 8. Warendorfer Pferdeprozession durch die Warendorfer Marienbögen, die seit 2000 übrigens begann als Warendorfer Bogenritt und dann fortgeführt wurde ab 2007 eben als diese Pferdeprozession. Trotz der Auflagen, die nach der Love Parade gemacht worden sind, macht das Team um Jörg Dreves, Josef Stammkötter und Winfried Fanske einen ganz, ganz tollen Job mit vielen ehrenamtlichen Helfern, die diese Prozession wirklich weiter bestehen lässt und den Namen Warendorf hinaus in alle Welt trägt. Was man auf keinen Fall versäumen sollte, das ist natürlich am Samstagabend ein Gang durch die illuminierte Altstadt mit den wunderbar beleuchteten und teilweise mit Gasflammen beleuchteten Marienbögen. Das ist eine Sache, die in ganz Deutschland einmalig ist.